Hallo und herzlich willkommen zum drittletzten Let's Kick-Tipp-Video der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Ja, auch in der Bundesliga neigt sich die Saison dem Ende entgegen und bereits an diesem Spieltag könnte Hannover 96 als Absteiger feststehen in die zweite Liga. Wie genau es dazu kommen könnte, sehen wir dann gleich. Erstmal Rückblick auf den 31. Spieltag. Ich bin tatsächlich immer noch auf Platz 11, nur 4 Punkte geholt, aber ja, an diesem Spieltag haben irgendwie alle nicht so richtig viele Punkte geholt. Ja, die Spieltagssieger haben gerade mal 10 Punkte, das ist wenig. Und ich habe nur 4 Punkte geholt. Den Sieg von Leipzig gegen Freiburg hatte ich richtig. Und den Sieg von Leverkusen gegen Augsburg, ziemlich viele Überraschungen an diesem Spieltag, wirklich. Nürnberg hätte fast doch gegen Bayern gewonnen und das hätte meiner Meinung nach den Meisterschaftskampf noch spannender gemacht, als es jetzt eh schon ist. Also Dortmund hat die Meisterschaft noch nicht verspielt, habe ich gedacht, nach dem 2:4 gegen Schalke. Ja, aber, ja, im Meisterschaftsrennen noch alles dabei, aber auch im Abstiegskampf ist noch ziemlich viel möglich. Mainz gegen Leipzig haben wir, Mainz ist schon gehettet, die können nicht mehr absteigen, die können aber auch nicht mehr nach Europa, also bei Mainz, die lassen die Saison ruhig ausklingen. RB Leipzig hat sicher einen Champions League Startplatz sicher, also Leipzig sicher unter den ersten 4. Ich denke aber gegen Mainz wollen sie nochmal, ja, die Saison vergolden sozusagen und gewinnen damit 3:1. Dann Bayern gegen Hannover 96, ja, wenn Hannover 96 verliert, war es das dann schon. Also Hannover braucht mindestens einen Punkt und da muss man hoffen, dass Stuttgart und Nürnberg nicht gewinnen. Ja, dann sind sie abgestiegen. Also wenn Hannover verliert und Stuttgart gewinnt, sind sie sicher abgestiegen. Und das könnte ja auch passieren. Bei Stuttgart gegen Hertha, da könnte auch was drin sein. Ich denke, dass Hannover verliert gegen die Bayern. Es wird ein klares 3:0 für den Bayern. Also die Bayern auch gut drauf, 3:0. Da wird es nicht so laufen wie gegen Nürnberg, da wo sie wirklich schwach gespielt haben. Dann haben wir Gladbach gegen Hoffenheim, 5. gegen 7. Ja, wenn Hoffenheim das gewinnt, ist wieder alles sehr eng beisammen. Und ich traue Hoffenheim ganz ehrlich auch zu. Gladbach auch nicht mehr so stark in den letzten Spielen. Ich denke aber, am Ende wird es ein 1:1 unentschieden, die teilen sich die Punkte. Dann Hertha BSC Berlin gegen den VfB Stuttgart. Ja, Hertha auf Platz 11 im Niemandsland der Tabelle sozusagen, da wird auch nichts mehr passieren. Nach oben nicht und nach unten nicht. Aber Hertha ist es ja jedes Jahr gleich, die Hinrunde ziemlich stark und die Rückrunde dann, ja, alles andere als noch gut. Also die Rückrunde dann eher ein bisschen schwächer. Ja, Stuttgart, denke ich, hat gute Chancen tatsächlich gegen Hertha zu gewinnen. Und ich denke, sie schaffen es auch, der VfB Stuttgart gewinnt gegen Hertha. Und wenn es wirklich so kommt, dann, ja, war es das mit Hannover in der Bundesliga, vielleicht auch mit Nürnberg, wenn Nürnberg nicht gegen Wolfsburg gewinnt. Ja, aber auch hier denke ich, dass die Nürnberger es nicht schaffen werden gegen den VfL Wolfsburg. Die haben sich zwar verbessert, die SFC Nürnberg, unter ihrem neuen Trainer, aber gegen Wolfsburg gibt es halt eine 1:3 Niederlage. Und dann, ja, Nürnberg und Hannover abgestiegen. Stuttgart Relegation, ich denke, da wird sich auch nichts mehr dran ändern am 34. Spieltag. Dann haben wir Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Das könnte auch wieder so ein Spiel werden, wo Bremen einen Punkt holt, weil Marco Reus ja nicht dabei ist wegen seiner roten Karte bei den Dortmundern. Das ist schon eine Schwächung im Dortmunder Spiel, ganz klar. Da kann Bremen punkten, ganz klar. Ich denke, sie werden es nicht. Am Ende wird es knapper sich für Dortmund, 2:1. Ja, damit die Meisterschaft so ein bisschen spannend noch bleibt. Dann haben wir Schalke gegen Augsburg, Tabellennachbarn, 15. gegen 14. Ja, beide könnten theoretisch noch auf den Relegationsplatz rutschen, aber direkt absteigen ist, denke ich, auch nicht mehr möglich. Außer Nürnberg und Hannover legen jetzt wirklich noch eine Serie hin von 3 Siegen, aber davon geht eigentlich niemand mehr aus. Ja, Schalke gegen Augsburg. Schwierig, bei Schalke läuft es aktuell wieder ein bisschen besser. Haben ja das Revier gewonnen. Und ich denke, gegen Augsburg wird es den nächsten Sieg geben. 3:1 für Schalke. Und somit ist Schalke auf Platz 14 und Augsburg 15. Ja, und die Augsburger müssten da noch so ein bisschen bangen um den direkten Klassenerhalt. Dann haben wir Freiburg gegen Düsseldorf. Ja, beide Teams hätte ich auch vor, dass sie so gedacht haben, ja, die werden unten im Abstiegskampf dabei sein. Sind sie aber beide, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, der SC Freiburg ist auch schon sicher gehettet, ganz klar.
da müsste schon noch ziemlich viel schief laufen. Da müsste Freiburg alles verlieren und Stuttgart, denke ich, alles gewinnen und die unten, aber das wird alles nichts passieren. Also Freiburg und Düsseldorf sind durch. Düsseldorf ja schon länger, die spielen wirklich eine tolle Saison. Hätte ich vor der Saison ihm tatsächlich nicht zugetraut. Stehen aktuell auf dem 10. Platz. Ja, Freiburg gegen Düsseldorf. Wird ein recht unterhaltsames Spiel, denke ich. Am Ende geht es aber 1-1 unentschieden aus. Was aber, denke ich, den beiden ja nicht wehtun würde, weil die haben ja, sind ja beide schon durch. Also ist das Ergebnis ja auch egal mit Europa, wenn sie eh nichts mehr zu tun haben. Also Freiburg und Düsseldorf, die werden dieses Tor einfach ruhig ausklingen lassen. Anders ist das bei Leverkusen gegen Frankfurt, die Frankfurt dann 1-1 gegen Chelsea erkämpft zu Hause. Das ist schon eine starke Leistung. Aber ich befürchte, dass Frankfurt das Rückspiel in Chelsea verlieren wird. Leider, ich würde Frankfurt so gerne im Finale sehen, der Europa League, aber ich denke, da ist Chelsea zu Hause einfach zu gut mit den Fans im Rücken. Man hat es ja gesehen, auswärts war Chelsea schon richtig stark, aber Frankfurt hat gekämpft und das ja, wird auf jeden Fall wieder Auswirkungen haben auf die Bundesliga. Ja, das wird Kraft gekostet haben, dieses Spiel. Gegen Leverkusen wird es auf jeden Fall nicht einfach. Die Leverkusen wollen vielleicht sogar auch noch Richtung Champions League. Es ist sogar auch noch möglich. Aber auf jeden Fall wollen sie die Europa League Plätze ja, verteidigen. Ich denke, sie schaffen das auch. Und Leverkusen wird mit 2-1 gegen Frankfurt. Aber das Spiel kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt auf Bonustipps. Was habe ich denn da getippt vor der Saison? Ja. Okay, da habe ich bisher noch nichts richtig. Aber ich könnte noch zwei richtig haben. Also Hannover, Mainz, Düsseldorf. Ist Hannover zumindest schon mal ein sehr gutes Pflaster, darüber wir zu tippen. Mainz und Düsseldorf, ja, Mainz 12. und Düsseldorf 10. Da wird nichts mehr passieren. Bayern, ein Spieler mit den meisten Toren, das ist sehr wahrscheinlich. Robert Lewandowski führt auch die Torschützenliste an. Kurz vor Ende der Saison wird Deutscher Meister bei München, ist auch noch klar. Herbstmeister ist es Bayern überhaupt geworden. Ich denke, das ist sogar Dortmund geworden, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wo findet der erste Trainerwechsel statt? In Frankfurt. Das stimmt so nicht. Frankfurt hat immer noch ihren ersten Trainer in dieser Saison. Also habe ich da schon ein paar Fehlgriffe gemacht, aber auch ein paar gute Ansätze gesehen. Also Hannover Abstieg und Bayern Meister, das könnte noch passieren. Ist auch wahrscheinlich, dass es so enden wird. Aber mal schauen. Ich lese jetzt natürlich nochmal alle Tipps vor vom 32. Spieltag. Mainz gegen Leipzig 1-3, Bayern 3-0 gegen Hannover, Mönchengladbach 1-1 gegen Hoffenheim. Hertha verliert zu Hause 1-2 gegen Stuttgart, Wolfsburg 3-1 gegen Nürnberg, Dortmund setzt sich knapp mit 2-1 in Bremen durch, Schalke gewinnt mit 3-1 gegen Augsburg, Freiburg und Düsseldorf trennen sich mit 1-1 unentschieden und Leverkusen gewinnt knapp mit 2-1 gegen Eintracht Frankfurt. Das also meine Tipps für den 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga. 372 Punkte haben wir, das Ziel sind die 400. Die 400 sind das Ziel, ist auch noch möglich. Aber da dürfen wir halt jetzt an den letzten drei Spieltagen nicht mehr so schlecht tippen. Also müssen wir jetzt schon wirklich gute Leistungen bringen. Ansonsten wird es schwierig mit den 400 Punkten, was jetzt so mein Ziel ist. Und Platz will ich jetzt nicht ausmachen, weil da alles so eng beisammen ist. Die ersten beiden haben nämlich schon 400, aber erster wird unmöglich werden. Also ich bin schon froh, wenn ich unter den Top 10 lande, ganz klar. Aber jetzt genug gehedert. Das war's jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.